Heute zeige ich euch meinen absoluten Top-Forellenköder und wie ihr diesen formt, nämlich mit Powerbait. Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. Heute zeige ich euch, wie versprochen, wie ihr den optimalen Forellenteig formt und dazu legen wir gleich los. Also, ihr holt euch den Teig und was ihr als erstes braucht, die richtige Größe. Ich empfehle euch, holt euch hier so eine haselnussgroße Form an Teig raus. Ja, knetet das zusammen, das ist immer das Wichtigste, erstmal das Ganze zu verdichten. Dazu drehen wir hier das Stückchen Teig in der Handfläche, dass es schön sauber verdichtet ist und nicht spröde und rissig. Und jetzt holen wir uns einen Haken, das braucht man zum Üben zu Hause, ja, oder morgens halt am See, um es dann nachher dran zu machen. Aber übt das zu Hause erstmal. Und jetzt steckt ihr diesen Haken, ich empfehle euch hier generell übrigens als perfekten Haken 6er bis 8er Haken mit einem 18er oder 16er Vorfach. Und schiebt den Haken hier rein, dass der hier einmal komplett drin verschwunden ist. Ja, so wie hier. Und jetzt geht ihr hin und formt das Ganze wie so einen kleinen Tropfen hier. Ja, so, zack, dass das hier so aussieht. Und als nächstes geht ihr hin und legt euch jetzt die Schnur vom Vorfach über die Handfläche. Ich bin jetzt Rechtshänder, das heißt, ich überlege, legt das über meine linke Hand, dass es hier so hängt. Und mit dem Daumen haltet ihr die Schnur hier so fest. Und dann holt ihr euch ein bisschen Schnur runter, sodass diese Teigkugel jetzt hier liegt, am unteren Hand, an der unteren Handfläche. Und jetzt geht ihr hin mit der anderen Handfläche und dreht diese Form jetzt so halt ein, dass ihr den oberen Teil mit der Schnur wie ein Kegel oder ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, oder ein Trichter, spitz mit der Schnur, konkav oder konvex, wie man es auch immer nennt, verläuft, also spitz mit der Schnur verläuft, dass der Teig nicht neben der Schnur raushängt, weil nachher, wenn ich es durchs Wasser ziehe, dann löst sich natürlich der Teig von der Schnur und die Teigform geht total schnell kaputt. Dadurch, dass ich so wie hier schön mit der Schnur verläuft, ja, hält der natürlich nachher viel länger am Haken. Das ist schon mal das Erste, dass wir hier schön so einen langen Tropfen haben. Das kann ruhig 1 bis 3 cm lang sein. Das stört auch selbst die kleinen Forellen nicht, im Gegenteil. Das ist wie gesagt, meiner Erfahrung nach, ich habe alle Teigformen ausprobiert, habe bei Wettfischen mitgemacht im Ausland und wie gesagt, viel ausgetestet. Und das ist so meine Lieblingsform, mit der ich am meisten immer gefangen habe. Und jetzt als nächstes geht ihr hin und diese Form legt ihr jetzt zwischen Daumen und Zeigefinger. Und klappt das hier um. Jetzt müsst ihr hier den dicken Pfropfen, wo der Haken drin ist, einfach umklappen. Macht euch keine Sorgen. Der Haken, der legt sich immer so, dass es halt genau perfekt passt. Und klappt das hier um, dass hier wie so eine Art L oder ein Löffel jetzt hier entsteht. Ja, so. Das ist der erste Schritt. Jetzt sieht das so aus. Das bringt noch gar nichts. Das dreht sich nicht wirklich gut. Weil unser Ziel ist es ja, dass wir eine Teigform hinkriegen, die sich im Wasser dreht. Bei der kleinsten Geschwindigkeit. Das reizt nämlich die Forellen. Und jetzt als nächsten Schritt müssen wir hingehen und machen hier einfach, packen das Ganze so und drücken dann halt hier nochmal mit Daumen und Zeigefinger diesen Löffel hier, ja, dieses Plättchen hier, drücken wir nochmal ein bisschen schöner platt. Machen die Ränder hier nochmal schön, dass hier nicht so viele Risse drin sind, dass das Ganze dann so aussieht. So sieht das jetzt aus. Und das, werdet ihr sehen, dreht sich schon ein bisschen, wenn ihr relativ schnell zieht. Aber unser Ziel ist es, und ihr fangt wirklich am besten, gerade im Sommer, wenn die Forellen träge sind, wenn ihr bei langsamer Zuggeschwindigkeit der Köder sich dann trotzdem extrem schnell um seine eigene Achse dreht, wie ein Propeller. Und das kriegt ihr nur hin, wenn ihr jetzt auch noch hingeht und hier mit dem Nagel, ja, vom Daumen hier eine Rille reinmacht, eine Rille. Ich kann euch nicht sagen, warum das so ist, aber aus irgendwelchen Gründen, Aerodynamik, dreht dieser Teigpropeller sich dann noch schneller bei langsamerer Einzuggeschwindigkeit. Und darum geht es, bei der langsamsten Einzuggeschwindigkeit schon die höchste, stärkste Drehung, also dadurch entstehen ja Druckwellen unter Wasser, dadurch, dass Forellen Raubfische sind, reagieren die dann natürlich drauf. Und das ist natürlich perfekt dann. So, dann machen wir das hier nochmal schön gerade, drehen das auch nochmal hier mit dem unteren Handballen, können wir das nochmal nachdrehen, ein bisschen nachformen, das ist halt auch immer so ein bisschen Kunst. Das kann ruhig ein paar Sekunden länger dauern, aber dafür fangt ihr auch mit weniger Würfen dann eure Forelle. So sieht das Ganze nachher aus, wenn es dann fertig ist. Ja, und das dreht sich dann so schön wie hier
um seine eigene Achse, ein bisschen schöner unter Wasser, also fängt nicht an so zu schleudern, aber dreht sich schön sauber um seine eigene Achse und das ist die perfekte Teigform. Jetzt noch ein kleiner Trick, wenn es zum Beispiel gegen Mittag immer heller wird oder wir haben sehr, sehr klares Wasser, die Forellen beißen nicht mehr auf einfach weiß oder chartreus, dann können wir zum Beispiel hingehen und holen uns ein bisschen weißen Teig. Das ist so ein absoluter Geheimtrick, auch schon sehr viele Fische so gefangen. Weißen Teig, auch wieder Haselnussgröße. Dann noch machen wir uns hier, holen wir uns ein bisschen schwarzen Teig. Der ist sogar noch zu, frisch gekauft heute für euch und für die Fischen morgen. Jetzt holen wir ein bisschen schwarz und das ist natürlich ein bisschen viel gewesen. Das ist wie zwei Einzelportionen, machen ein bisschen was ab, können das wieder ins Glas tun. Das können wir nachher wieder ins Glas, Teigglas wieder reindrücken. Erstmal wieder beide Portionen für sich einzeln verdichten, dass wir hier wieder so zwei Kugeln haben, den schwarzen auch. Und jetzt geht ihr hin und drückt die beide aneinander. So, schön leicht, das soll sich nicht zu stark vermischen, das soll nur aneinander schön kleben, dass das Ganze so aussieht, wie hier. Okay, zack. Dann holt ihr euch euren Haken, steckt den wieder hier rein, einfach hier so in die Mitte, zack, geht da rein, drückt den Schenkel hier da rein wieder, dass er schön komplett versteckt ist. Und dann geht ihr wieder hin, so wie eben auch erklärt, macht erstmal wieder hier die Tropfenform, ja, so, dass es so aussieht hier. Und jetzt geht ihr hin, das ist ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht. Jetzt dürft ihr nur in eine Richtung immer drehen, zack, aufhören, zack, drehen, aufhören. Eben habe ich so gemacht. Ja, wie so ein Flitzebogen, wenn man Feuer machen will mit einem Holz oder mit einem Stöckchen. Und jetzt immer nur in eine Richtung drehen, weil dann kriegen wir schön einen folgenden Effekt. Und zwar sieht das gleich wie folgt aus. So. Jetzt seht ihr schon, wie grandios das hier aussieht. Ja, und jetzt gehen wir natürlich hin und jetzt klappen wir das Ganze wieder um, so wie wir es eben gelernt haben. Ihr holt euch wieder Zeigefinger und Daumen. Jetzt so beim zweiten Mal fällt es mir ein bisschen leichter, auch das Ganze zu erklären. Klappt das so um, drückt das hier wieder mit fest schön, ja, macht diesen Löffel hier schön ordentlich, drückt die Ränder wieder hier an, dass hier nicht so Risse entstehen. Das ist ganz wichtig, weil sonst hält der nicht so lange im Wasser. Wenn ihr damit 3-4 Würfe gemacht habt, ist die Form schon kaputt und der dreht sich nicht mehr so schön. Und deswegen, so. Und jetzt, was müssen wir noch machen? Was haben wir vergessen? Natürlich die Kuhle hier mit dem Daumen. Also wir nehmen das wieder und machen hier die Kuhle. Ja, so, zack. Wenn man das nicht so gut erkennen kann, schreibt es mir in die Kommentare. Ich nehme das gerne nochmal auf, falls man es nicht richtig erkennen kann. Gerne auch nochmal am Wasser. Aber ich wollte das hier jetzt mal in der Theorie bei mir zu Hause machen, weil das solltet ihr auch zu Hause üben. Macht es immer wieder. Schreibt mir in die Kommentare, ob es klappt. Schickt mir oder schreibt mir mal eure Fotos von euren Teigformen. Wenn ihr Feedback von mir haben wollt, dann schreibt, setzt ein Foto, macht ein Foto mit eurem iPhone, Smartphone, wie auch immer und postet es bei uns auf die Facebook-Seite oder ich weiß nicht, ob man es in die YouTube-Kommentare reinmachen kann. Ansonsten bei uns auf die Facebook-Seite, da kann man Fotos reinposten von euren Teigformen. Dann gebe ich euch dazu ein kleines Coaching. Einfach unsere Facebook-Seite heißt, gebt einfach mal bei Facebook Fishing-King ein oder Fishing King, dann findet ihr uns, liked uns und dann könnt ihr da mal euer Foto reinposten. So, und wie gesagt, so sieht das Ganze jetzt wieder aus. Fertig ist die Teigform. Dreht sich perfekt unter Wasser. Werdet ihr in den nächsten Videos am Wasser sehen, wie sich das dreht und wie man hiermit auch perfekt fängt. Und wie gesagt, das ist jetzt nach all den Jahren, in denen ich jetzt schon aktiv auf Forelle fische, das ist so meine Haupt- oder mit einer der Lieblingsangelarten, die ich echt wirklich gerne mache, Forellenangeln. Und das ist absolut der Köder Nummer 1. Wenn ich mir einen Köder aussuchen dürfte, dann würde ich mir ein Glas weißen Powerbait mitnehmen. Und ich glaube, damit würde ich schon im Durchschnitt wieder mehr, viel, viel mehr fangen als alle anderen am Teich. Weil es ist natürlich auch immer einfach, das habe ich schon mal in einem anderen Video gesagt, wenn man an einem Teich ist, der voll mit Fisch ist, da kann man da meistens auch eine Kirsche oder eine Tomate dranhängen. Die Forellen beißen auf alles oder teilweise auch auf einen blanken Haken, wenn ich einen Setzbecken werfe. Aber wenn ich an diesem See mehrere Angler habe und generell die Forellen nicht so einfach dort zu fangen sind oder dort auch Wildforellen drin sind, dann kommt es darauf an, auf solche Feinheiten. Dann kommt es darauf an, sowas hier zu können. Weil wenn die anderen dann 2, 3, 4 Fische fangen und danach nichts mehr fangen und nur noch da sitzen und warten,
ja, dann fangt ihr immer weiter, fangt euren 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. Fisch. Und dadurch, dass ihr solche Techniken hier einfach drauf habt und habt natürlich dann erstmal wieder Reserve, könnt den Fisch schön filetieren und habt was für die Bratpfanne. Also, Freunde, viel Spaß beim Ausprobieren, schreibt Kommentare rein und in den nächsten Videos geht es um die einzelnen Montagen, Spirulino-Montagen, Posen-Montagen, wie man hiermit dann auch wirklich fischt. Und gebt mir ein Like, lasst ein Abo da, macht's gut, haut rein, euer Fishing King.